Barcelona. Barcelona, das Herz Kataloniens. Barcelona. Eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Die Sagrada Familia. Barcelona. Wahrzeichen der Stadt und seit über 130 Jahren Baustelle. Barcelona. Daran zu arbeiten, dass sie bald fertiggestellt wird, ist unglaublich. Katalanische Menschenpyramiden. Eine gefährliche Tradition. Heute wollen wir eine sehr große Pyramide machen. Sehr schwierig. Die Millionenmetropole am Mittelmeer ist der Sportplatz für Wassernixen. Es ist meine Leidenschaft, mein Leben und meine Art, glücklich zu sein. Grenzenlos lüftet das Geheimnis des ehemaligen Krankenhauses San Pau. Barcelona, das Herz Kataloniens. Barcelona lockt mit seiner einzigartigen Lage zwischen den Bergen und dem Mittelmeer. Wer hierher kommt, will vor allem eines sehen: die Sagrada Familia. Eigentlich heißt die Kirche Basilika und Sühnetempel der Heiligen Familie. Und sie ist erst zu 70% fertig. Hola, me llamo Marta Miralpeix. Y desde pequeña me han gustado los puzzles y los retos. Y este es el reto más grande de mi vida. Heute geht es für Marta hoch hinauf. Ihr Arbeitsplatz liegt über den Dächern der Stadt. Der Bau hat vor 135 Jahren unter Barcelonas bekanntestem Architekten Antonio Gaudí begonnen. Und seitdem ist die Sagrada Familia eine Baustelle. Marta ist seit 10 Jahren im Architektenteam. Wir stehen hier auf dem Fundament des zentralen Turms, der Jesus Christus gewidmet ist. Er wird 172 Meter hoch. Zum Vergleich, das Ulmer Münster in Deutschland ist 161,5 Meter hoch. Der hier wird also noch 10 Meter höher. Das höchste Gebäude von Barcelona. Und nicht nur das. Damit soll die Sagrada Familia sogar den höchsten Kirchturm der Welt haben. Wenn diese ewige Baustelle denn tatsächlich einmal fertig wird. Unser Ziel ist, dass wir 2026 mit den architektonischen Arbeiten fertig sind. Jetzt haben wir 8 Türme an den beiden Seitenfassaden. Dazu kommen noch 4 an der Hauptfassade und 5 weitere um diesen Turm hier in der Mitte. Insgesamt also 18 Türme. Tatsächlich gibt es ein katalanisches Sprichwort, das besagt, das wird niemals fertig, so wie die Sagrada Familia. Aber wir werden bald fertig werden und dann ergibt der Spruch keinen Sinn mehr. Neben einem Team von 38 Architekten sind hier jeden Tag 200 Bauarbeiter beschäftigt. Das Großprojekt stockte immer wieder, weil Gelder fehlten oder weil es Streit gab, ob und wie man die Arbeit von Gaudí fortsetzen soll. Früher habe ich von den Kränen auf anderen Baustellen immer zur Sagrada Familia hochgeschaut und gedacht, wie schön es doch wäre, hier zu arbeiten. Und dann hat es wirklich geklappt. Sie ist Gaudís Meisterwerk. Alle hier arbeiten daran, dass die Kirche zu seinem 100. Todestag 2026 fertig ist. Gaudís Baustil hat sich während seines Lebens stark verändert. Er hat als modernistischer Architekt angefangen, aber am Ende hatte er seine ganz eigene Art zu bauen und Formen zu benutzen. Tatsächlich wurde er zu Lebzeiten stark kritisiert. Zum Beispiel La Pedrera. Da haben die Leute damals gesagt, was ist das denn? Und jetzt kommt die ganze Welt, um sich das Gebäude anzuschauen. La Pedrera liegt am Paseo de Gracia, dem Prachtboulevard der Stadt. Auf der anderen Straßenseite ein weiteres Meisterwerk des Architekten. Die Fassade des Casa Batlló ist unter anderem einem Drachen nachempfunden. Hola, soy Eli, soy la sirena de Barcelona. Ein Großereignis hat die Stadt bedeutend geprägt, die Olympischen Spiele 1992. Erst dafür wurde der Strand angelegt. Das hat nicht nur das Stadtbild, sondern auch die Menschen hier verändert. Hallo Mädels, seid ihr fertig? Sí.
Nehmt euch an Bord und wir sehen uns im Wasser. Elisabeth Merino ist vor 13 Jahren aus dem Inland nach Barcelona gezogen, um näher am Meer zu sein. Ich gebe Pilates-Stunden auf dem Stand-Up-Paddle mitten im Meer. Das Beste an meiner Arbeit ist die Verbindung von Körper, Geist und Natur. Für Elli ist der Stadtstrand von Barcelona die schönste Kulisse, um Sport zu treiben. Seit 16 Jahren ist sie Fitnesstrainerin. Jetzt wohnt sie in der Nähe des Strands und verbringt etwa 13 Stunden pro Woche auf dem Board im Wasser. Es ist eine Stadt, in der ich mich noch nie gelangweilt habe. Jeden Tag scheint die Sonne, ich kann jeden Tag ans Meer. Wenn man hier wohnt, bleibt man immer aktiv, denn die Stadt gibt dir gar keine Chance, dich zu langweilen. Es ist immer was los hier. Ich will nicht mehr weg. Es ist wunderbar. Manche Teilnehmerinnen sind Touristen und machen zum ersten Mal mit. Andere kommen jede Woche. So wie Andrea. Ich liebe die Stunden mit ihr, weil Elli einfach super witzig ist. Du machst Sport, aber du lachst dabei, hast Spaß, fällst ins Wasser. Das ist einfach genial. Ich mag Sport im Wasser, ich mag Sport an Land und so wollte ich beides verbinden. Hier habe ich die perfekte Kombination für mich gefunden. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Job liebe. Es ist meine Leidenschaft, mein Leben und meine Art und Weise, glücklich zu sein. Me llamo Salvador y os puedo asegurar que puedo aguantar más de 100 personas encima mío. Zu besonderen Festtagen werden in Katalonien Castells gebaut. Diese Menschenpyramiden gibt es seit über 200 Jahren. Ein gefährliches Spektakel. Salvador trifft sich heute mit seinen Castellers, um ihr Vereinsjubiläum zu feiern. Seit 2016 gehören die Menschenpyramiden sogar zum Weltkulturerbe. Es ist ein Beispiel für eine kulturelle Tradition, in der sich viele Eigenschaften der Katalanen vereinen. Es gibt einen Spruch der Castellers, der heißt: Força, valor, equilibri i seny. Das bedeutet Kraft, Mut, Gleichgewicht und Seni meint so etwas wie gesunden Menschenverstand. Mit dabei sind auch viele junge Leute und Kinder. Sie spielen eine besondere Rolle, weil die Leichtesten ganz nach oben klettern müssen. Jetzt sind wir alle schon heiß darauf, dass es endlich losgeht und auch ein bisschen aufgeregt. Denn heute wollen wir sehr schwierige Castells machen. Wenn keiner einstürzt, dann wird es heute eine Riesenparty. Es gibt zahlreiche Formationen, die je nach Höhe, Struktur und Technik mit einem anderen Schwierigkeitsgrad bewertet werden. Unter den Augen der Bürgermeisterin geht es vor dem Rathaus hoch hinauf. Ein Castell ist geschafft, wenn der Arm des obersten Kinds, und sei es nur für eine Sekunde, nach oben geht. Doch das Abbauen ist nicht weniger gefährlich. Aber der erste Castell steht sicher. Und obwohl es eine katalanische Tradition ist, machen auch Engländer, Franzosen oder Deutsche mit. Vor 3 Jahren angefangen. Bin die Familie adoptiert und gleich dabei. Ich bin weiter unten natürlich, weil mit 1,90, fast 100 Kilo wirst du nicht nach oben kommen, weil die Leute tun mir dann allein auf den Rücken stehen. Aber ich schaue, dass ich meistens die Leute festhalte. Also es nennt sich Primärus. Ich halte den ersten praktisch fest am Bobas
dass die alle safe sind. Mit der Zeit steigert sich auch der Schwierigkeitsgrad der Castells. Der nächste Castell wird jetzt noch größer. Er wird 9 Ebenen haben. Der eben hatte schon 8. Und ihr werdet sehen, dass zur Unterstützung noch eine größere Gruppe auf der unteren Ebene hinzukommt. Es wird spektakulär. Alles gut, es klappt. Bei diesem Castell übernimmt Salvador als erfahrener Teilnehmer die Funktion der Krücke. Er soll die anderen stützen. Doch es klappt nicht. Der Turm stand zu wackelig. Ein Schockmoment. In diesem Chaos muss schnell geprüft werden, ob sich jemand verletzt hat. Ein Notfallteam steht im Hintergrund jederzeit bereit. Es geht so schnell, man hat gar keine Zeit nachzudenken. Aber mir ist nichts Schlimmes passiert. Wenn ein Castell einstürzt, dann fallen die Leute nicht von ganz oben und schlagen unten auf. Sondern dann fällt alles ein wie ein Kartenhaus. Das ist wie ein Dämpfer. Einer fängt den anderen ab. Doch die Menge bleibt unruhig. Um die Nervosität bei den Kindern nicht von Anfang an hochzutreiben, gibt es ein spezielles System. Sie sagen uns erst kurz vorher, wer ganz hoch geht. Jemand schreit unseren Namen und welche Position wir haben. Als klar ist, dass sich niemand ernsthaft verletzt hat, versuchen sie es noch einmal. Selbst die Jüngsten lernen schon, sich auf die Gemeinschaft zu verlassen. Bevor man hochklettert, hat man schon ein bisschen Angst. Aber wenn es losgeht, dann traut man sich einfach. Es geht weiter. Nächster Versuch. Wieder beginnt der Turm bedrohlich zu wackeln. Spontan bleiben die Castellers für heute lieber bei 8 Ebenen. Denn das hier ist kein Wettbewerb, sondern ein Gemeinschaftserlebnis, bei dem sich niemand verletzen soll. Für ein Castell sind wir alle wichtig. Jeder hat seine Aufgabe. Und so teilen wir auch alles. Wir feiern zusammen, wir üben zusammen und wir leiden zusammen. Nächste Woche ruhen wir uns aus und übernächste Woche probieren wir es wieder. Castellier zu sein, erfüllt uns mit Stolz. Für heute hat die Gruppe ihr Ziel nicht erreicht. Doch das tut der Stimmung keinen Abbruch. Die Saison ist schließlich noch lang. Die Via Laietana. Hier gibt es die beliebteste Süßspeise Spaniens. Churros. José stellt das Schmalzgebäck schon seit 46 Jahren her. Der Koch Ricard Martinez schaut hier gerne vor der Arbeit vorbei. Guten Tag, José. Guten Tag, Ricard. Wie geht's? Gut. Ich mache hier Churros, so wie immer. Ich hole mir die seit Jahren bei dir. Ja, ja, ich weiß. Das längliche Spritzgebäck wird in viel Fett gebraten. Die Spanier essen es zu jeder Tageszeit. Am liebsten aber gleich zum Frühstück. Churros erinnern mich immer an meine Kindheit. Als ich klein war, sind meine Eltern am Samstagmorgen oft mit einer Tüte frischer Churros nach Hause gekommen. Das ist sozusagen das Frühstück meiner Kindheit. Mit dem Geruch verbinde ich viele gute Erinnerungen. Hier, bitteschön, für dich. Danke. Was willst du dazu? Heiße Schokolade natürlich. Seit er 14 ist, macht José Schmalzgebäck. Damals noch im Laden seiner Mutter.
Ich bin glücklicherweise von Natur aus schlank. Aber es ist auch die Hitze hier drin. Wenn man Churros macht, schwitzt man und dann trinkt man auch viel. Sonst gibt es kein Geheimnis, nur gute Gene. Und die Churros machen natürlich schlank. Ricard arbeitet als Dessertkoch. Für die Zutaten geht er gerne auf den Markt Santa Catarina mit dem charakteristisch geschwungenen Dach. Der liegt im Innviertel El Born. Hier gibt es frisches Gemüse, Meeresfrüchte, Wurst und Fleischwaren. In Barcelona kaufen die Leute gerne auf dem Markt ein. So hat auch jeder Stadtteil seinen eigenen Mercado. Ich habe Sellerie gekauft, aus dem ich ein Gelee für ein Dessert mache. Mit Sellerie, also Gemüse. Unglaublich, oder? Wir werden auch Kürbis verwenden. Daraus machen wir einen Aperitif mit Safran und Blauschimmelkäse. Und dann will Ricard noch kurz zu seinem Lieblingsstand. Das ist Porrón, ein typisch katalanisches Gefäß, in das man Cava füllt. Das ist spanischer Sekt. Manche Leute machen auch Bier rein, aber das Gute hier ist der Cava. Er muss sehr kalt sein. Und so trinkt man. Ohne sich voll zu kleckern. Danach geht es für Ricard an die Vorbereitung der Desserts. Mit Sellerie und Kürbis. Hola, me llamo Daniel Lebrón y mi vida está en la calle. Die Plaza del Ángel ist der Treffpunkt für Skater in der Stadt. Tatsächlich gilt Barcelona sogar als die europäische Hauptstadt der Skater. Das Viertel Raval war lange Zeit berüchtigt. Doch in den vergangenen Jahren hat es sich auch bei Touristen zu einer beliebten Gegend entwickelt. Unter anderem liegt das an diesem Museum. Wir sind hier am MACBA, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona. Es wurde 1995 gebaut. Und so 99, 2000 sind die Skater hierher gekommen. Jetzt ist es gerade relativ leer, weil es so heiß ist. Aber abends sind hier oftmals mehr als 100 Skater und das jeden Tag. Dani hat mit 11 Jahren in seiner Heimatstadt Alicante angefangen zu skaten. Skaten bedeutet mir, nun ja, es ist wie sprechen, wie gehen, wie essen für mich, weil ich es schon seit vielen Jahren jeden Tag mache. Ich brauche es wie Wasser zum Überleben. Seine Leidenschaft hat ihn als professioneller Skater nach Madrid und nach Los Angeles geführt. Nach ein paar Jahren in den USA zog es ihn aber wieder zurück in sein Heimatland. Ich glaube, die meisten Menschen wissen, wie das Leben in den USA ist. Und im Gegensatz dazu das Leben in Spanien. Das Leben in Spanien findet auf der Straße statt. Draußen sein, Spaß haben und weniger Stress. Wenn es Dani in der Innenstadt zu voll wird, fährt er zum Skaten Richtung Forum, einem ehemaligen Industriegelände am Meer. Seit den Olympischen Spielen wurden viele neue Plätze gebaut. Die Straßen wurden ebenerdig gemacht und viel Beton verwendet. Deswegen denke ich manchmal, dass viele der Architekten selbst Skater waren und aus Barcelona einen einzigen großen Skatepark gemacht haben. Nach seiner Rückkehr aus den USA fiel Dani die Wahl auf eine neue Heimat also einfach. Die Architektur und das Klima machen Kataloniens Hauptstadt zu einem absoluten Skater-Hotspot. Am heutigen Strand im Viertel Barceloneta lebten lange Zeit vor allem Fabrikarbeiter und Fischer. Für die Olympischen Spiele 1992 wurden die Häuser dort renoviert.
Die einfachen Fischrestaurants wurden abgerissen, um Platz für die neue Strandpromenade zu schaffen. Dort soll eine Statue an das frühe Barceloneta erinnern. Sie verkörpert die alten Fischerbuden. Doch einige traditionelle Restaurants mit Meeresküche sind geblieben. Aceite, vino y amigo, mejor cuanto más antiguo. Restaurants wie diese versuchen, den alten Charme des Viertels aufrechtzuerhalten. Das Paco Alcalde gibt es hier schon seit fast 100 Jahren. Mein Großvater hat angefangen, dann kam mein Vater, dann ich und ich hoffe, dass mein Sohn übernehmen wird. Damit wir unser Restaurant verteidigen und dafür kämpfen, dass es in der Familie bleibt. Pacos Großvater war Fischer. Er hat das Zubereiten der typischen Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten Pacos Mutter beigebracht. Und sie den heutigen Köchinnen. Das ist eine Fideua Negra und das hier ist Paella. Die Paella braucht vielleicht noch ein bisschen, oder? Wenn die Fischer mit den Schiffen weit aufs Meer hinausfahren, gibt es immer einen Fischer, der Paella oder Fideua oder einen schwarzen Reis macht. Und zwar für die ganze Belegschaft. Also das sind eigentlich typische Gerichte der Fischer. Fideua wird ganz ähnlich wie Paella zubereitet. Nur werden statt Reis dünne Fadennudeln verwendet. Zu all diesen traditionellen Gerichten darf eins nicht fehlen. Aioli ist typisch für Katalonien. Das Wort kommt von Ai i Oli, heißt also einfach nur Knoblauch und Öl. Denn man zerdrückt den Knoblauch so lange, bis er ein Püree ist. Nach und nach gibt man Öl dazu und währenddessen zerdrückt man das Ganze mit einem Mörser aus Holz. So lange, bis es fertig ist. Aioli wird in Barcelona zu Fisch, Fleisch und Paella gegessen. Oder einfach pur aufs Brot geschmiert. Nach Vorspeisen wie Oliven oder katalanischer Wurst kommt die Hauptspeise auf den Tisch. Es ist urig hier, ein Restaurant, in das wir schon viele Jahre kommen. In den touristischen Ecken der Stadt sollte man darauf schauen, wo die Einheimischen hingehen. Wenn Einheimische im Restaurant sitzen, dann ist das ein gutes Zeichen. Guten Appetit. Wie schmeckt die Paella? Gut? Sehr schön. Auf Gäste vom FC Barcelona ist Paco besonders stolz. Für mich ist Barça das Allerwichtigste. Naja, gleich nach der Familie und dem Restaurant. Man spricht hier den ganzen Tag von Barça. Das ist wie eine Religion. Und wenn wir verlieren, dann leiden wir. Wir Älteren zweifeln jedes Mal am Sieg. Wir haben schließlich schon schlechtere Zeiten des Vereins erlebt. Ich bin Huda und ich bin hier in Barcelona, weil meine beiden Welten hier zusammenkommen. Etwas abseits vom Zentrum liegt einer von Hudas Lieblingsorten. Sie ist in Frankfurt am Main aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Seit über einem Jahr wohnt sie in Barcelona. Hier hat sie angefangen, Mode zu designen. Wir sind hier in Encans. Das ist somit der berühmteste Flohmarkt, Textilmarkt, Antiquitätenmarkt, den du hier eigentlich finden kannst. Und ich bin super gerne hier, weil es alles von allem irgendwie gibt und ich hier ständig überrascht werde. Die Geschichte des Markts geht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Damit ist der Encans einer der ältesten Märkte Europas. Seit 2013 findet er unter einer offenen Dachkonstruktion statt. Stöbern kann man hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Als Designerin interessiert sich Huda vor allem für die Stoffe. Das finde ich jetzt zum Beispiel schön. Das hat eine schöne Farbe. Das ist super weich. Und das fällt auch super schön. Gelolin zu liegt aber schnur an der Schizubli, Jemba hat gelohnt, really. Hudas Muttersprache ist Arabisch. Hier auf dem Markt hilft ihr das oftmals weiter.
Das Viertel Raval in der Altstadt gilt als multikulturellster Stadtteil Barcelonas. Früher war das Arbeiterviertel wegen seiner hohen Kriminalitätsrate berüchtigt. Heute ist es vor allem für seinen Kulturenmix beliebt. Ich bin super gerne im Raval, weil man hier den arabischen Einfluss total sehen kann. Zum einen bei dem marokkanischen Metzger oder bei dem pakistanischen Friseur. Also man sieht hier schon sehr den orientalischen Einfluss und deswegen bin ich super gerne hier. Huda trifft sich mit ihrer Mitbewohnerin Angeliki. Die Griechin ist erst vor 6 Monaten hierher gezogen. Barcelona ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, kreative Träume zu leben. Zum Beispiel wie ich habe Medienpädagogik studiert. Ich sage, ja, ich designe jetzt einfach Kleider. Und die sind alle total offen dafür und sagen, hey, ja klar. Und ich treffe zum Beispiel wie Angeliki, die aus Griechenland kommt, mit mir zusammen in einer WG lebt. Noch ein Engländer, eine aus Russland. Und es ist eine total internationale Stadt. Ich denke, die Leute ziehen nach Barcelona, weil es einfach eine tolle Stadt am Mittelmeer ist. Es ist warm hier, sonnig und die Menschen sind so herzlich. Neben den Olympischen Spielen prägt auch die Weltausstellung von 1929 die Stadt bis heute. Sie hat zum Beispiel diesen Brunnen hervorgebracht. Doch es gibt auch noch Ecken in der Stadt, die lange Zeit unentdeckt waren. Me llamo Mercé y trabajo en uno de los lugares más bonitos del mundo. Nur 1 Kilometer von der Sagrada Familia entfernt und durch eine Allee verbunden, liegt eine weitere Sehenswürdigkeit, die noch weniger bekannt ist. Das ehemalige Krankenhaus San Pau. Hinter dem Eingangsgebäude erstreckt sich ein ganzes Gelände im speziellen katalanischen Jugendstil. Mercé arbeitet mit einem Team daran, dass das Gelände fortlaufend restauriert wird. Wir sind hier im Garten des modernistischen Geländes. Der bildet das Zentrum dieser kleinen Stadt in der Stadt. Wie ihr seht, gibt es hier Gebäude, Straßen, Gärten und Treppen, die hinunter unter die Erde führen. Es ist wie eine Oase inmitten dieser großen Stadt, die für das Wohlergehen der Menschen gedacht ist. Früher für die Patienten und heute für die Bürger, die uns besuchen. Denn bis 2009 war das Gelände ein Krankenhaus. Die Klinik musste schließlich umziehen, weil die Technik nicht mehr zeitgemäß war. Seit 2014 ist das Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist ein toller Arbeitsplatz. An einem Tag entdeckst du eine neue Figur, an einem anderen Tag eine Blume, die gerade aufgeblüht ist, und dann die Geschichten zu hören. Zum Beispiel von den Menschen, die in diesem Pavillon geboren wurden, denn das war die Geburtenstation. Der Architekt hat das Gelände so angelegt, dass die Patienten einen möglichst angenehmen Aufenthalt hatten. Dazu gehören auch unterirdische Tunnel, die alle Gebäude miteinander verbinden. Wir sind in einem der Tunnelabschnitte, die hier kilometerweit unter der Erde entlang führen. Damit konnte alles, was in einem Krankenhaus täglich gebraucht wird, also Bettwäsche, Medikamente, Essen, hier drinnen verteilt werden. Und draußen hat man davon nichts gesehen. Das Krankenhaus wurde zwischen 1905 und 1930 nach den Plänen des Architekten Lluís Domènech Montaner gebaut. Er hat darauf geachtet, dass viel natürliches Licht in die Gebäude eindringt. Und auch ein bisschen Natur. Das ist ein Krankenzimmer. Hier in dieser Richtung standen die Betten. 28 Betten gab es insgesamt, 14 auf jeder Seite. Und wie man sieht, hat Montaner sehr sanfte Farben verwendet. Die Decke mit Motiven aus der Natur ist besonders wichtig. Denn wenn die Patienten hier in den Betten lagen und an die Decke starrten, dann sollten sie etwas Schönes sehen. Sie sollten Natur entdecken, um sich gut zu fühlen.
Das Altstadtviertel Born. Hier sitzt eine Konditorschule mit besonders gutem Ruf. Ricard ist einer der Köche im Es bei Sucre, dem Zuckerort, wo ausschließlich Desserts zubereitet werden. Vor kurzem hat das Team ein neues Restaurant eröffnet. In unserem Dessertrestaurant sind die Zutaten das Allerwichtigste. Sie müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Jede Zutat erfüllt eine Funktion. Es geht mehr um das perfekte Geschmacksergebnis als um die Technik. Das Menü besteht hier insgesamt aus 6 Tapas, also kleinen Häppchen, und 5 verschiedenen Nachspeisen. Das ist der Sellerie, den ich vorher gekauft habe. Daraus habe ich eine Gelatine mit ein bisschen Anis gemacht. Der Anis bringt etwas Frisches rein. So passt auch Sellerie in die Welt der Süßspeisen. Das ist der erste Gang. Ein Dessert aus Sellerie, Apfel, Kefir, Fenchel und einem Sorbet aus Apfelessig. Eine erfrischende Nachspeise wie diese soll vor allem den Mund reinigen. Das Dessert, das danach kommt, kann dann cremiger sein, mit mehr milchigen Noten und anderen Gewürzen, die nicht mehr ganz so erfrischend sind. Und die letzte Nachspeise, mit Geschmacksrichtungen wie Kaffee oder Schokolade, schließen dann den Magen. Das ist das Finale, weil die Geschmacksnerven dann müde sind. Doch nicht nur die Zutaten sind ungewöhnlich. Hinter dem Restaurant steckt auch ein besonderes Konzept. Es ist eine gastronomische Erfahrung. Der Gast kommt hierher, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Die Tür geht auf und dann erfährt er zum Beispiel mit Hilfe eines Tablets mehr darüber, wie wir verschiedene Geschmacksrichtungen kombinieren. Die ersten Gäste sind schon da, um das neue Konzept zu testen. Das sind wahre Zauberer hier. Sie haben eine ganz besondere Methode erschaffen, Desserts zu kreieren. Ich erwarte, naja, sicherlich eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Nur 12 Personen nehmen jeden Abend hier Platz. Und dann geht die Tür zu. Bis hierhin und nicht weiter, denn der Rest ist ein Geheimnis. Die charakteristischen quadratischen Häuserblocks bilden das Viertel Aichample. Es wurde im 19. Jahrhundert als Erweiterung der Stadt angelegt. Denn damals drohte Barcelona hinter den alten Stadtmauern aus allen Nähten zu platzen. In einem dieser typisch modernistischen Gebäude wohnt auch Huda. Viele dieser ganz normalen Wohngebäude gelten wegen ihrem verspielten Design sogar als Sehenswürdigkeit. Ich wohne hier in Eixample und mir gefällt hier ganz besonders, wie die Häuser hier aufgebaut sind. Die sind alle noch in einem ganz alten Stil. Das kann man ganz besonders an den Fliesen und an dem Stuck erkennen. Und deswegen habe ich es mir ausgesucht, hier zu leben. Huda ist gerade dabei, ihr eigenes Modelabel aufzubauen. Die Idee dazu hatte sie erst, als sie auf einen selbstdesignten Kaftan angesprochen wurde. Ein Kaftan ist ein Gewand aus dem arabischen Raum. Die Deutsche mit marokkanischen Wurzeln interpretiert es neu. Meist bestimmt dabei die Borte das Design. Ich mag das so, weil das hat so was geradliniges Deutsches, was ich auch in mir trage, aber auch so ein bisschen das mysteriöse orientalische oder marokkanische in dem Fall, wo meine Eltern herkommen. Und ich mag mich da gar nicht so festlegen, dass das jetzt nur für europäische Frauen gedacht ist, sondern eigentlich für jeden, auch dass ein Mädel mit einem Kopftuch vielleicht so einen Kaftan trägt und dann darunter halt noch mal ein Shirt, also mit einer Jeanshose und das dann wie einen Cardigan trägt. Historische Altstadt, Mittelmeerklima und Lebensfreude pur. Das sind nur ein paar Facetten, die Barcelona zu einem extrem beliebten Reiseziel machen. Mitten im Herzen der Stadt verläuft die Rambla. Das ist die bekannteste Flaniermeile der Stadt. Sie ist über 1 Kilometer lang und trennt die Viertel der Altstadt. Es
Salvador kommt gerne hierher, denn das obere Ende der Rambla ist ein ganz besonderer Ort für ihn. Das ist der Canaletas-Brunnen. Er hat zwei Bedeutungen für die Leute in Barcelona. Zum einen, jeder Tourist, der hier trinkt, verliert sein Herz an die Stadt und kommt immer wieder zurück. Und die andere Bedeutung betrifft den FC Barcelona. Wenn Barça einen Titel gewinnt, kommen wir Fans hierher, um zu feiern. Hier treffen wir uns, machen eine große Party, schmeißen Böller und singen. Neben den Vereinsfahnen hängen überall in der Stadt auch katalanische Flaggen an den Balkonen. Die Fahnen, die das blaue Dreieck tragen und die man hier überall sieht, sind Unabhängigkeitsfahnen. Sie zeigen, dass wir Katalanen das Gefühl haben, anders zu denken und anders zu handeln als der spanische Staat. Es ist nicht so, dass wir besser sind. Einfach anders. Pues me llamo Alberto García Moyano y creo que en la barra cabemos todos. Eine typische Eckkneipe in Barcelona, von denen viele mittlerweile verschwunden sind. Alberto ist Anwalt und hat diese Bodega vor 2 Jahren übernommen. Ihr Kennzeichen sind die über 2500 gesammelten Schlüsselanhänger. Sein Freund Josep hat eine Bewegung gegründet, um wieder mehr junge Leute für diese Art Bars zu begeistern. Dabei ist eine dicke Freundschaft entstanden, denn die beiden haben gleiche Vorlieben. Ich liebe diese alten Kneipen einfach. Hierher kommen Leute, die sich die ganze Woche nicht gesehen haben und erzählen sich, wie es ihnen geht und wie das Leben so läuft. Sie kommen hierher und teilen ihre Geschichten. Und das finde ich wunderbar. Alberto und Josep kämpfen dafür, dass diese Tradition in Barcelona erhalten bleibt. Sie finden es schade, dass viele europäische Innenstädte immer ähnlicher aussehen. In solchen Bodegas hingegen haben sich die Leute schon Wein abgefüllt, noch bevor es überhaupt Supermärkte gab. Viele Leute wollen eine hippe Bar aufmachen, die die Touristen und auch die Leute von hier anzieht. Die wird wahrscheinlich gut laufen, aber sowas hat auch ein Ablaufdatum. Nach 2, 3 Jahren platzt die Blase und dann verschwindet die Bar wieder. Und dann passiert es, auf lange Zeit gesehen, dass man das Typische, das Charakteristische einer Stadt zerstört hat. Es geht doch darum, unsere Vielfältigkeit zu genießen. Dass wir den Leuten zeigen, wie wir sind, was typisch für uns ist und was sie noch nicht kennen. Und ich wünsche mir, dass alle, die kommen, das hier kennenlernen und Spaß haben. Es soll nicht heißen, das ist unsere Bar und sie soll unsere bleiben, sondern das ist eine Bar für alle. Die beiden Männer sind sich jedenfalls einig. Es gibt hier einen Spruch, der heißt, ich bin eher fürs Meer zu haben als für die Berge. Und wir sagen immer, wir sind mehr für die Bar zu haben als für die Berge. Perfekt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Barcelona ist eine Stadt, die selten schläft. Im Juni gibt es einen ganz besonderen Feiertag, San Juan. In der Nacht zuvor, der Johannisnacht, werden in der ganzen Stadt Bühnen aufgebaut, Böller gezündet und Lagerfeuer errichtet. Es gibt verschiedene große Partyzonen in der Stadt, wo viele Einheimische kommen lieber in ihrem Viertel zusammen oder treffen sich auf den typischen Dachterrassen. Alberto ist bei Freunden eingeladen. Sie feiern zusammen mit allen Nachbarn aus dem Haus. An San Juan feiern wir die Sommersonnenwende. Für mich ist das ein wichtiger Moment im Jahr, so wie Silvester. Man kommt mit all seinen Freunden zusammen und feiert, dass der Sommer da ist, dass man draußen sein kann, dass man mit kurzer Hose rumlaufen kann und dass man die ganze Nacht auf der Terrasse sitzen kann. Albertos beste Freundin Carolina hat eine entscheidende Rolle bei der Auswahl seiner eigenen Bar gespielt.
Als ich 2015 eine Bar übernehmen wollte, fand ich diese eine, die Carol hieß. Und Carolina und ihr Freund waren meine ersten Tester, weil sie meine besten Freunde sind. Ich habe die beiden mitgenommen und Carol gefragt, wie sie eine Bar finden würde, die ihren Namen trägt. Für mich ist es eine Ehre, dass mein bester Freund eine Bar übernommen hat, die wie ich heißt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er diesen Namen beibehalten hat. Mit lauter Musik, kühlen Getränken und guten Freunden. So muss für Alberto der Sommer beginnen. Bis wann wir feiern? Eine Uhrzeit. Puh, wir feiern, bis wir müde sind. Ich weiß auch nicht, also mindestens bis die Sonne aufgeht. So viel ist sicher.